als Video, falls ihr da Bock habt. So, weiter geht's hier an der Story. Ach, nicht hier schon wieder. Ach ja. Wer das nicht mehr weiß. Also gestern hat mich das Spiel extrem geärgert. Jetzt scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Wobei ich ein extremes Rauschen auf dem rechten Ohr habe. Also, ich weiß nicht, was gestern los war. Ich weiß nicht, was gestern los war. Jedenfalls hat das Spiel so dermaßen rumgepackt, dass es auf einmal ein übelstes Rauschen gegeben hat. Hä? Diesen Dings habe ich auch nicht eingestellt, so. Hä? Sag mal, was macht denn das Spiel hier, ey? Echt mal. Also, gestern gab es hier irgendwelche komischen Störgeräusche im Spiel. Da hat das Spiel so dermaßen rumgepackt, dass es, keine Ahnung, dass die Musik, die Stimmen komplett laut waren. Zum Beispiel Schießgeräusche und Autosoundgeräusche und alles sowas war komplett leise. Also da hat überhaupt nichts mehr hingehauen. Jetzt habe ich ein Rauschen auf den Kopfhörern, weil es übelst laut gewesen ist gestern. Weil das übelst laut gewesen ist, als ob einer mir quasi, als ob ich jetzt in einer Party wäre und jemand hätte mit dem Mund quasi ins Mikrofon richtig laut reingepustet. Alter, hat mir richtig das Kopfhörer wehgetan. Da habe ich sogar gedacht, mein Headset ist jetzt Schrott. Und jetzt habe ich auf dem Ohr hier ein komisches Rauschen. Ja. Hoppala. So. Ja. Gerne auch mal ein Like da lassen, wer das noch nicht getan hat. Gerne mal auch was in die Kommentare reinschreiben, falls ihr mehr solche Spiele sehen wollt. Ne? Mal so als Information. Und ja, haut mir das auf jeden Fall mal ganz sehr gerne in die Tasten. Ja, weiter geht's auf jeden Fall hier. So. Mal doch ein bisschen später hier runterdrehen her, ich bin etwas überbelichtet. So. Mann, das ist jetzt wieder völlig ungewohnt. Ey, ich habe das gar nicht eingestellt mit diesen Fadenkreuzgedönse. Ich habe das überhaupt nicht eingestellt. Was soll denn das Spiel? Also jetzt mal ernsthaft. Habe ich hier gestern irgendwas doch auszusehen verstellt? Winkel der Kamera. Nee, Anzeige, Tutorial jetzt fort überspringen. Blablabliblablub. Das habe ich nicht verändert. Weiterspielen. Gut, hier haben wir irgendwelche Karten, die wir sammeln müssen. Okay, naja, gut, egal. Ja, moin, Danny, grüße dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Ah, dann müssen wir mal kurz hier wechseln. Die zerschießen natürlich das ganze Ladenlokal gerade, wo unsere Einnahmenquellen sind. Ich weiß nicht, wer sich die letzten Folgen so ein bisschen angeguckt hat. Oder ob überhaupt jemand geguckt hat. Hä, was steht denn hier rum? Hä, okay. Ja, gut, weiter geht's hier auf jeden Fall. Angelo kommt durch die Gasse. Weil unser Chef. Weil unser Chef ist quasi, oder unser Boss ist quasi noch in dem Ladenlokal drin. Hä? Was ist denn das jetzt für eine komische Einstellscheiße hier? Was soll denn der Dreck? Spiel. Ne, warte mal. Also, das habe ich definitiv so nicht eingestellt hier. Das, also, das. Sorry, dass ich das jetzt. Blickumkehr, Wireless Empfindlichkeit, Blickumfang, Zielhilfen, keine Ahnung. Also, sorry, dass ich gerade wieder so viel am Hin und Her eiern bin hier, aber gestern schon. Stelle den visuellen Schwarz-Weiß-Modus für. Achso. Gestern schon, dass mit diesem Audio-Zeug, dass mich das Spiel da geärgert hat, sage ich jetzt mal so: Fahrt überspringen, Hutanzeige ein, Standort automatisch, normal, Polizei, Schwierigkeitsgrad. Zielmarkierung ein, GPS, Hut.
Da muss ich mich jetzt wieder dran gewöhnen, ey. Das, also so habe ich das definitiv nicht eingestellt. Definitiv nicht. Na egal. Danny, wie geht's dir denn so? Schön, dass du mit dabei bist, auf jeden Fall. Lass mal kurz hier die Anzeige hier hochladen. Ah ja. Wo ist denn der hier? Ach, da drüben. Ist hier irgendwo einer? Nee. Och, geht das jetzt schon wieder los, oder was? Schon eine Scheiße. Dreck. Geht ja schon wieder gut los hier, ey. Echt. Geht ja schon wieder gut los. Kleiner Moment, ich muss erstmal... Hoppla. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier in das Geschehen. Also bitte nicht wundern. Ja. Ja. Danny! Ey, bist du da noch da, Steely, oder was? Aha! So, das ist er, jetzt hab ich's wieder. So war das Fadenkreuz die ganze Zeit. Mann, ey, dieses Rauschen stört mich auf dem rechten Kopfhörer. Hat sich das Headset verabschiedet, alles klar. Toll, kann ich mir wieder ein neues Headset kaufen. Danke, Spiel. Echt geil, ey. Das ist sozusagen unser Lieblingsrestaurant, was wir jetzt hier quasi haben. Mann, Alter. Also die, jedes Mal, wenn ich das Spiel öffne, ist es immer irgendwie anders hier. Ich weiß nicht warum. Also ihr könnt mir jetzt böse nehmen oder nicht böse nehmen, aber... Alter, ja, komm, geh ja doch aus der Deckung raus. Geh schnell. Oh, geh doch in Deckung, du Depp. Alter, ich krieg schon wieder Puls, Junge, von 500, Junge. Alter, war das jetzt wieder verfickt nochmal knapp. Ei, Junge, 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 Junge. Alter, war das jetzt wieder knapp, Junge. Sag mal, sind die... Das wollte ich schon gerade sagen, Alter. So, jetzt gibt's erstmal was zum Frühstück hier. Das Auto erstmal kaputt machen hier. Na, egal. Boah. War das jetzt wieder knapp? Keine Munition mehr, na ganz geil, ey. Wunderbar, wie soll ich denn jetzt? Ah, oh, ich könnte schon wieder. Jetzt habe ich keine Munition mehr hier. Ah. Ganz geil, ey. Mein schönes Auto habt ihr kaputt gemacht, ihr Schweine. Was ist jetzt? Boss! Alles sauber!
Ich lass mal Munition hier kurz aufnehmen. Haben die doch wahrhaft wirklich dieses ganzen, den ganzen Alter, das schöne Auto. Das schöne Auto, Alter, habt ihr eine Meiße? Du hast echt Eier. Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss. Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Ich fahre sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Und hat auf krank gemacht. Er hat sie verraten. Uns, Tom. Du hättest auch darauf gehen können. Ja, ich weiß, Boss. Carlo wohnt mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Schnell erstmal weg hier. Schnell weg, bevor die Bullen kommen. Jede Minute, die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Klar, Boss. Unfassbar, diese Bastarde wagen es, mein Auto zu schrotten. Das muss Carlo gewesen sein, oder? Sein Alter und Morillo waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hab bei seiner Beerdigung geheult, bei seinem Sohn werde ich lachen. Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, dass es passiert ist. Einmal... Na, ist wieder keiner mehr da, oder was? Ich komme wie an Morello ran. Heute ist es soweit. Fühlt sich so an. Man nimmt einen Karl auf, gibt ihm einen Platz in der Familie und zollt ihm Respekt. Und dann zahlt er es einem so heim? Wenn er es war, wo hat er uns noch verpfiffen? Die Farm, das Wettbüro, der Hinterhalt in der Parkgarage, das könnte alles er gewesen sein. Ah ja. Verdammt, was? Verdammter, mieser Penner. Verschwinde, lieber Kleiner. Fertig. Alles okay, Boss? Ja, hol kurz Luft. Etwas außer Atem. Yeah. Junge, verdammt ist der schnell. Knapp in dir! Ja, haut erstmal in Unterhose ab. Egal. Er geht erstmal in Unterhose stüpfen. Ich brauche Hilfe! Komm zurück, Carlo! Sie bringen mich um! Wir sind nicht fertig mit dir! Tommy, bitte! Ich kann's erklären! Denk drüber nach, Tom! Bitte! Lass mich mit dem Boss reden! Ich kann's erklären! Tommy, hör mir zu! Morello, er wollte meine Mutter töten! Ich musste es tun! Ich wurde gezwungen, Tommy! Bitte! Ich kann's erklären! Wir wollten eigentlich nur ins Bein schießen. Lebt er noch? Bin nicht sicher. Mit dem Fuß! Mit dem Fuß, Alter, ist der... Alter, nee. Alter, er ist ja völlig drauf. Jetzt wissen wir's. Hey, Sergio, wie geht's? Alles klar? Sicher. Wer ist das? Warte. Ist das Gordy? Ja, hey Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Was hat er gemacht? Was macht er denn da? Sagtest du, es gibt Probleme unten bei den Dogs? Ja, aber das kriege ich schon hin.
Tja, hab mich umgehört. Der Kerl hat einen Streik geplant. Streiks sind schlecht fürs Geschäft. Es sei denn, wir haben Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht wahr? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Oh. Gott verdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Wir haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken! Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten! Ah ja. Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgehen. Hey. Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello. Ah ja, somit hätten wir das Kapitel dann quasi auch schon weit erstmal fertig. Ja, was natürlich nicht, was sagt ihr dazu zu diesem Kapitel, zu dieser Aktion, zu dem Streit der beiden Familien? Würde mich gerne mal interessieren. Lasst es mich gerne mal wissen.